Einmal bei beliebiger Last, was keinen Sinn macht, den Haken zu setzen, und hier. Ist es irgendwo extrem? Da. Wo ist es denn hart? Wo kann man es gegebenenfalls denn verbessern? Dann. Okay, da wird es extrem. Da wird es langsamer. Extrem. Ich finde eigentlich keine extreme Stelle jetzt hier gerade. Also keine richtige, wo ich denke, dass man da noch was verbessern könnte oder anders machen kann. Naja. Gefällt mir nicht, dass ich im Minus bin. Ich habe Kacke gerade gebaut. Ist mir eigentlich nie so richtig passiert so oft. Zu viel gebaut. Im ersten haben wir Plus gemacht. Ah, Looping-Achterbahn. Gut, können wir jetzt eh nicht bauen. Ach so, das ist... Ah, jetzt habe ich falsch geguckt. Ich dachte, das wären wir jetzt... Das, da sind wir. Okay, wir machen Plus, ist schon mal gut. Darling, 60. Muss auch irgendwie runter. Wir nehmen schon mal einfach die Attraktion ein. Ah, das Klo, das Klo. Die A ist es nicht offen und B müssen sie 10 Cent abdrücken, wenn sie scheißen wollen. Okay, ich habe 20, weil ich abgerissen habe. 84 für Bahn. Ja, sollte klappen. Was ist also unser Ziel? Wir sollen ja 700 Leute haben und 600 Parks. Okay, wir haben ein Siebtel. Also etwas mehr als über ein Siebtel. Also fast zwei Siebtel schon. Und 822 Parkbewertungen. In der Finanzrechnung war ja sicher, wo waren das immer? Ach hier. Ich bin auch immer an die alten Symbole noch, kann ich mich nur erinnern. Da sind Mitarbeiter, 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 Mitarbeiter. Wo ist denn das? Personal hier. Doch, Personal war schon drin. Ich hoffe, das ist das Maximum. Weil sonst funktioniert es ja. Weil dadurch wird ja der Park begeistert. Ist es billig? Ich will was Spannendes als Piratenschiff 1 haben. Machen wir mal 30 Cent teurer. Einfach weil wir es können und hoffen, dass es immer noch großartig ist. Genau wie das. So. Unglaublich, dass sie hier noch keine Luftballons gekauft haben. Warum nicht? Es sind Luftballons. Nein, nicht da rein. Voll auf sicher nur. Die laufen mir da zu sehr rum. Die brauchen klar abgesteckte Wege. Weil sonst wuseln sie herum, verlaufen sich, beschweren sich, dass so groß ist. Naja. Außerdem kriegt man Geld. Ja. Sieht natürlich dann nicht so schick aus, wenn da so ein kleiner Furzweg da lang läuft. Aber ist halt effektiver. Ja, das geht, das ist okay. Ich will nicht, dass die da langlaufen. Deshalb ab hier einfach mal so kein Eintritt, kein Zutritt. Ja, das bringt, macht auch keinen Sinn. Jetzt das hier noch alles abreißen, damit die sich auch da nicht verlaufen, denn wir wollen ja nicht, dass sich jemand hier verläuft in den komplizierten Park, der sehr verschachtelt ist. Also. Bäume abreißen bringt ja Minusgeld, soweit ich das noch weiß. Gar nicht vorher das Spiel angeguckt, einfach gerade aufgenommen, weil ich Bock drauf habe. Und passt ja, so, Arbeit wäre geschafft. Die Leute sind irgendwann weg und dann kann man das abreißen. Zug ist voll, ist sehr schön.
Der Abstand ist auch gut. Jetzt habe ich vergessen, ob ich das schon auf 10 Minuten hochgesetzt habe. Ja, habe ich schon. Weil Stationsbremsenversagen ist echt schlimm. Da sind schon mehrere Attraktionen, mehrere Achterbahnen in den Jagdgründen verseucht. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, bevor ich eine Werbekampagne mache? 2 Jahre. Ist ja nicht so viel. Wobei reicht völlig aus. Gutschein. Ach, Gutscheins. Werbekampagne für den Park. Das machen wir. Und Werbekampagne für Holz. Okay, wir haben kein Geld. Super. Das Tolle ist, durch das Actionfoto verdienen wir auch jetzt Geld. Wir gucken mal, was er gekauft hat. Kein Actionfoto. Warum? Warum hat Jona kein Actionfoto gekauft? Und eingefroren? Ja, war großartig, ich weiß. Er ist echt zweimal mit der Holzachterbahn gefahren. Nicht schlecht. Man könnte sogar eigentlich mehr Geld nehmen. Mag ich zwar nicht, ich will eigentlich, ich will die nicht so abzocken. Ich ziehe mich da immer zurück, aber was soll's. Wir brauchen ja Geld. Ja, perfekt. Hat ja geklappt. Dann können wir das abreißen. Denn kommt da mein Personal auch nicht hin. Man kann zwar dem Personal auch zuweisen, was für einen Laufweg sie haben. Aber nö. Mache ich gerade nicht. Lohnt sich noch nicht. Noch nicht. Erst wenn der Park größer wird, damit ich nicht unendlich viel einstellen muss, sondern nur ein paar. Warum kauft hier keine Sau ein? Ich hätte noch keiner was gegessen. Oh. Ich korrigiere. Nein, doch nicht. War da nicht? Habe ich mich gerade verguckt? Ja, ich habe mich verguckt. War schon jemand kacken? Nope. Okay, anscheinend ist es noch zu früh im Spiel. Da, viel zu kurz, viel zu kurz. Viel zu lang, meine ich. Deswegen passiert das. Wenn es einfach viel zu kurz ist, dann will da keiner so hin. Riesenrad ist auch immer beliebt. Eine beliebte Attraktion. Das Rad, das riesig ist. Einfach mal ein Ausblick auf den Park. Was wir nicht bauen können, weil wir zu wenig Geld haben. Man könnte jetzt auch mehr Darlehen nehmen, ich weiß. Aber nö. Kotzt er einfach auf meinen Weg hin. Schämt er sich mal, ey. So, durch die 2 Wagen wird es natürlich perfekt alles abgenommen. Okay. So, wir haben immer noch zu wenig Geld. Das könnten wir bauen. Auch immer sehr beliebt. Einfach mal hier hin. Der Eingang kommt hier hin, der Ausgang kommt dahin. Ja, natürlich klappt so nicht. Aber so. 1,50, ernsthaft? Bin ich mit einverstanden? Was sagen Sie denn darüber eigentlich? Das baue ich eigentlich nie. Ist das Geld wirklich wert? Wie viel kostet es denn? 1 Euro, komm hier. Einfach mal 30 Cent teurer. Ist das Geld noch wert? Ist es das noch sein Geld wert? Ja, perfekt. Die nehmen echt die 4 Euro an. Jetzt will ich wissen, aber ob hier irgendjemand. Ja, er hat ein Foto gekauft von Holz. Ich bin auch so sehr kreativ mit den Namen. Wie nenne ich das? Schaukel. Schaukli. Einfach Schaukel. Das ist die Schaukel.
Und ratet mal, wie das heißen würde. Rutsch, genau. Einfach genau den Namen geben, was die Attraktion aussagt. Dann wird kein Besucher unnötig verwirrt. Und sie können ganz in Ruhe das machen. Wie ich gerade sehe, ist auch mein Update von meinem anderen Spiel fertig, was ich spielen wollte, bevor ich das hier aufgenommen habe. Weil einfach das so ist, dass ich nicht warten wollte, irgendwas machen wollte und dann das hier aufgenommen habe. Da passt auch was hin. Ein Dinosaurier. Passt auch zur Szenerie. Ist ja eigentlich sehr... Ich weiß nicht, wie ich das hier reinbauen soll. Jetzt müssen sie auch schimmen. Apropos Schimmer. Das habe ich nie gemacht. Einfach mal das Geld der Schirme hochsetzen. Auf 4 Euro. Das erhöhen wir mal auch, dass wir für jeden Parkplan, heißt es Parkplan? Parkkartenpreis. 1 Euro verdienen, wenn jemand was kauft. Dann kriegen wir schon mal mehr Schotter rein. Dafür bekommen sie auch eine Attraktion hier rein. Und zwar eine kleine Scheune. So. Noch ein paar Fenster. Ja. Ah, falsches ausgewählt. Hättet ihr auch sagen können. Na, passt schon. Nein. Das, genau. Okay, das wird das. Und das. So, ein kleines Haus mitten in der Pampa. Da könnte man ja was reinbauen. Nur was? Ein kleines Geschäft für gut. Mützen, genau so. Mützengeschäft kommt da jetzt rein. Ja. Und zwar hier hin. Ja, jetzt müssen wir das alles nochmal neu bauen. Aber dafür lohnt sich das ja. Immerhin so ein Mützengeschäft. Ich hoffe, die kaufen sich auch die Mützen. Oh, jetzt ist die Werbekampagne zu Ende. Okay. Warum? Ich meine... Nicht mal das geht. Jetzt sieht's kacke aus. Egal, lass ich so. Bevor ich da noch mehr rumexperimentiere und noch mehr Geld verliere. Okay. Warum zum Geier kauft hier keine Sau ein? Ich gehe nicht auf die Holzachterbahn, wenn es regnet. Ja, das ist immer so ein Feind, wenn es regnet. Ruhigenboots. Wieso heißt es immer noch Ruhigenboots 1? Wie nennen wir das? Genau. Boot. Nee, das ist mir zu. Ruder, genau. Ruder. So heißt die Attraktion. Nicht anders. Nicht anders soll diese. Attraktion heißen. Boah, ey, Ruckel.